Über Essig. Essig wird nicht nur zum Würzen und Konservieren von Lebensmitteln verwendet. Dank seines sehr hohen Enzymgehalts hat er viele hervorragende physiologische Wirkungen. Das Trinken von 1 bis 2 Teelöffeln Essig nach den Mahlzeiten verlangsamt die Magenentleerung und reduziert den Anstieg des Blutzuckerspiegels um 25 bis 35%. Es verbessert die Aufnahme von Zucker durch die Muskeln, verlangsamt die Enzyme, die Zucker abbauen, und gleicht so die Verdauung von Zucker nach einer Mahlzeit aus. Reisessig wird aufgrund seines hohen Gehalts an Antioxidantien auch eine krebshemmende Wirkung zugeschrieben. Es ist eine empirische Beobachtung, dass 1 bis 2 Teelöffel Ganoderma-Reisessig nach einer deftigen Familienmahlzeit innerhalb von Minuten das Völlegefühl im Magen lindern können. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass Essig ein fermentiertes Getränk ist und es Zeit braucht, bis die Fermentation und der Enzymgehalt eintreten. Dixon hat zum Beispiel eine kleine chinesische Fabrik gekauft, die seit Jahrhunderten die gleiche Technologie anwendet, Reis in Porzellanfässern reifen lässt und 3 Jahre für die Herstellung von Essig benötigt. Industrieller Essig, der in wenigen Wochen durch Zugabe von Chemikalien angesäuert wird, hat nicht die gleichen physiologischen Auswirkungen.